Der Finalkampf bis 84 Kilo, Dimitri Bleiwas, KFC Leipzig, Landesverband Sachsen gegen Marius Weiß, SV Triborg, Landesverband Südbaden. Die Sieger der Gewichtsklassen 96 Kilogramm und 60 Kilogramm können sich dann langsam auf die Siegerehrung nach diesem Kampf vorbereiten und rechts vom Sprechertisch einfinden. Yeah!
mit Punktsieg deutscher Meister Marius Weiß vom FV Triberg, Landesverband Südbaden. Herzlichen Glückwunsch zur deutschen Meisterschaft in der Klasse bis 64 Kilo. Herzlichen Glückwunsch, deutscher Meister Junioren 2017. Ist es dein erster deutscher Meister? Ich glaube nicht, oder? Nee, das wäre jetzt mein viertes Mal, genau. Bist du eigentlich letztes Jahr Junioren oder kannst du... Letztes Jahr Junior, genau. Das heißt nicht, das war natürlich auch mein Ziel und Wunsch, hier nochmal im letzten Junioren auch nochmal möglichst Gold zu holen. Hast du auch geschafft. War es schwierig jetzt im Nachhinein betrachtet oder waren da schon ein paar Kämpfe bei, wo du sagst, du, die waren ziemlich knapp und auch hart vom Kampf her? Ich würde eigentlich sagen, es waren alle Kämpfe ziemlich hart. 74 Kilogramm. Bei jedem Kampf an meine Grenze. Ja. Matthias Schmidt von der. Wir haben vorhin gesehen, nach dem Kampf hat sich ein kleiner Junge fast mehr gefreut als du. Ich vermute mal, das ist dein Bruder, oder? Ja, mein Bruder, der lebt und lebt. Ja. Das haben wir gesehen. Ihr werdet das irgendwie ein bisschen feiern, oder? Zu Hause im Verein oder in der Familie schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal, was es hier gibt. Wie lange hast du es noch bis nach Hause? Deutsche, ja, so 3,5 Stunden. Seit wann ringst du? Wie viele Jahre stehst du auf der Matte schon, Marius? Seit 12 Jahren, sowas, ja. Vielleicht sehen wir uns auch auf der Ehe, mal schauen, ne? Wie so nominiert wird. Alles Gute bis dahin und vielleicht sehen wir uns wieder dann, oder? Ja, alles klar, danke.